Ja, hallihallo, jetzt ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Ja, letzte Woche habe ich ja Berlin gesagt. Oh mein Gott. Aber gut, vielleicht da auch noch. Genau, und ich wollte mal darauf hinweisen, nächste Woche geht's richtig ab hier. Guckt unbedingt mal in den Kanal rein. Genau. Aber wir haben jetzt heute eine Mail von Achanka und es geht um das Thema krasse Eifersucht. So, hallo, mein Name ist Moment, Achanka. also der Tag ist ja auch schon wieder gelaufen und was krasser. So, mein Name ist Achanka, ich bin in den 20ern, so die Details lassen wir mal aus. Bin seit ein paar Monaten mit meinem Freund XY zusammen. Er ist in einem anderen Land und wir haben uns im Urlaub kennengelernt. Ja, so Fernbeziehungen über Landesgrenzen ist schon echt ein Pfund, ne? Also, ich würde immer sagen, macht es euch nicht so schwer. Ist ja nicht so, dass es nicht auch in eurem Land genug Männer gibt. Klar, wenn es jetzt total ballert und alles gut läuft, aber wenn das nicht der Fall ist, müssen wir mal ein bisschen überlegen, ob da ein bisschen Fantasie, Urlaubsliebschaft, ein bisschen Ego dabei ist. Keine Ahnung. Eigentlich war ich kein Fan von Fernbeziehungen. Andererseits bin ich jemand, der gerne Dingen eine Chance gibt und es einfach mal ausprobiert. Da ist nichts gegen einzuwenden. Dann kann es ja immer noch nicht funktionieren. Prinzipiell hat es aber recht gut funktioniert, obwohl er anfangs etwas skeptisch war. Also seht immer zu, dass ihr nicht Leuten hinterherlauft, ne? Also ihr solltet Menschen daten, die man zu nichts überzeugen muss, ne? Also idealerweise will man Menschen haben, die, oder auch ihr, dass ihr so verliebt seid, also auf eine gute Art verliebt, dass man über sowas gar nicht nachdenkt und auch nicht skeptisch ist und weiß ich nicht, außer mal 5 Sekunden vielleicht. Also seid mal ein bisschen vorsichtig mit Leuten, die ein bisschen zum Daten getragen werden müssen. Sag ich mal nur so, das ist jetzt hier vielleicht nicht so deutlich, aber gut. Sobald er sich aber dazu entschieden hat, war er immer voll dabei. Okay, gut. Gut. Ich habe ihn definitiv nicht zu der Entscheidung gedrängt, obwohl ich davon gar nichts halte, weil ich davon gar nichts halte in Beziehung, schon gar nicht über eine Distanz. Gut, dann war es jetzt einfach mal so ein allgemeiner Hinweis. Wunderbar. Nach einiger Zeit ist er dann eifersüchtig geworden. Seine erste Freundin hat ihn betrogen. Und das ist dann schlimmer geworden. So schlimm, dass er im Sommer gesagt hat, dass er es nicht schafft und sich trennen will. Gut, du scheinst mir jetzt von deiner ganzen E-Mail nicht jemand zu sein, der bei anderen unbedingt Eifersucht antriggert. Also den Eindruck habe ich hier gar nicht. Das kann natürlich auch immer mal sein, wenn man selber so im Minuspol hängt und irgendwie ein bisschen illoyal ist und den anderen dann mega antriggert mit Eifersucht. Das scheint mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht der Fall zu sein. Das heißt, das liegt wohl mehr bei ihm, würde ich mal meinen. Und ja. Ich meine, Gott, seine Freundin hat ihn betrogen. Also such nicht immer so nach Gründen, ne? Es kann auch sein, in der Kindheit, seine erste Freundin hat betrogen. Fakt ist, dass er unangemessen eifersüchtig ist und dass sich das stört, ne? Und also wenn jemand wirklich krass eifersüchtig ist, diese Idee, man könnte das aushebeln mit besonders zuverlässig sein, besonders weiß ich nicht. Bloß nicht irgendwelche anderen Menschen treffen, das funktioniert nicht. Das ist letztlich dann auch wieder so ein ja, bisschen co-abhängig Leid, sag ich mal, dass man es sozusagen nicht derjenige, der das Problem hat, es bearbeiten muss, sondern dass du es quasi versuchst, ihm so leicht zu machen, dass es gar nicht auftritt. Aber wie man hier sieht, und das ist auch meine Erfahrung, es funktioniert nicht, weil im Grunde genommen hat das gar nichts mit dir zu tun, ne? Und es ist dann auch letztlich egal, wo das herkommt. Das muss er gucken, was er damit macht, ne?
Davor haben wir uns echt ein paar Mal gestritten, vor allem auch, weil einer seiner besten Freunde, als ich ihn kennenlernte, echt blöde Sachen zu ihm gesagt hat, wie, ja, so eine hole ich mir auch, man muss ja nur nach dein Heimatland und so quasi gibst man und so quasi gibst du meinen Freund nicht, dann. Ja, hat ja nette Freunde auf jeden Fall. Das ist. Da wäre jetzt mal interessante Information. Ist dein Freund jetzt da eingestiegen? Hat er sich abgegrenzt? Hat er seinem Kumpel gesagt, hey, so geht's gar nicht? Das wäre auch nochmal interessante Information. Jedenfalls ist es so, dass ich gesagt habe, ja, wenn das, er das nicht kann, ist es ja schade und er möchte aber gern mal fürs Erste in Kontakt bleiben, weil ja eigentlich nichts Dramatisches vorgefallen ist. Außer eh dramatisch genug, dass er richtig eifersüchtig war und mir auch Dinge unterstellt hat, die nicht passiert sind, beziehungsweise mir die Schuld gegeben hat, wenn wer anders mich angeschaut hat. Mir hat er da nicht mehr geglaubt. Also für mein Gefühl, das musst du wissen, geht das. Also das wird bei mir schon unter Dealbreaker fallen inzwischen. Also ich. Also ja, wenn man so total ätzende Anschuldigungen kriegt, die so völlig abstrus sind, das ist echt total nervig. Also natürlich kann man immer so abstrakt verstehen. Ja, der andere ist verletzt worden und ich weiß nicht was, aber du musst es ja ausbaden hier und das ist einfach nicht in Ordnung, ne? Und wenn dann auch noch so Sachen dazu kommen, also so ein bisschen Eifersucht mal, das ist fein, ne? Ein bisschen, ah, Mann, keine Ahnung, du wirst immer angesprochen, ach, ist manchmal auch ein bisschen schwierig für mich, also so ein bisschen Eifersucht ist fein, ne? Aber diese, wenn das dann so dahin geht, dass so ein völlig absurde Dinge unterstellt werden, und eine Sache möchte ich mal anmerken, auch wenn ich da jetzt nicht direkt einen Hinweis sehe in dieser Mail, muss ich auch sagen. Was ich, also meine Erfahrung ist, auch mit anderen, also auch mit, was ich auch mit Klienten immer mal wieder gehört habe, wenn jemand so krass eifersüchtig ist, dann hat er natürlich schon ein Denksystem, muss nicht immer sein, aber könnte sein, würde ich mal prüfen, hat er ein Denksystem von, ja, dass man eigentlich weiß, ich bin im Grunde genommen auch nicht loyal und so, ich weiß, wie wenig loyal ich bin und das dann sozusagen projiziert wird auf den anderen, dass er unter Umständen genauso sein könnte. Das habe ich schon ganz oft gehört. Ich, wie gesagt, ich, das ist nicht immer so, muss ich auch ganz klar sagen und ich habe auch keine knallharten Hinweise in dieser Mail, dass es bei dem so ist, überhaupt nicht. Aber da würde ich mal ganz konkret gucken, wie loyal ist er, weil das könnte echt eine Projektion sein auf dich. Ne? Gibt's leider, ist dann total ätzend, dann gibt man sich mal total Mühe, dass der andere nicht eifersüchtig ist und dann auf einmal merkt man, ey, boah, das ist auf der anderen Seite viel krassere Sachen passieren. Also das ist echt schlimm. Ja, jedenfalls ist es so, dass ich gesagt habe, achso, ja. Ja, und wenn er sich dann noch trennen will. Also da, dem Punkt würde ich ja sagen, ey, komm, mach deinen Kram alleine, ne? Also warum du da ihm jetzt noch weiter so viel Chancen gibst, wie gesagt, das ist jetzt nicht so eine krasse Mail, wo man jetzt sagen kann, das geht gar nicht, das kannst du machen, aber muss das wirklich sein, ne? Also wir sind in Kontakt geblieben und er hat wirklich 2 Tage später mit einem Freund sich unterhalten und der hat ihm gesagt, dass das Vertrauen auch einfach von ihm ausgehen muss. Richtig, ein guter Freund. Und ich mich nicht erst beweisen sollen müsste. Ja, dass mir das überhaupt jemand sagen muss, aber gut. Eine Woche später haben wir dann nochmal richtig drüber gesprochen, per Telefonat. Und ich habe einfach gesagt, ja, wir können das nochmal probieren, aber so geht es definitiv nicht weiter, weil das für beide kein Zustand ist. Er hat von selber vorgeschlagen, zum Therapeuten zu gehen und an sich zu arbeiten. Okay. Der hat gesagt, er muss mir vertrauen, soll aber nicht weiter zur Therapie gehen und sich dann, also das ist eine Sache, da, das triggert mein Bauchgefühl an, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn du mit sowas zum Therapeuten gehst, dass der dann sagt, du brauchst nicht wiederkommen. Also da, das finde ich nicht ganz koscher, muss ich echt sagen. Das hört sich für mich an, so nach Fake Therapie mal einmal hingelatscht und der hat gesagt, ich hab gar nichts. So, das gefällt mir jetzt nicht so richtig, aber das ist nur so Bauchgefühl, das sind auch keine harten Fakten. Ne? So, und sich, also er soll sich dann per Mail melden, was aber mein Freund nicht gemacht hat. Ja, also er hat nicht, also hier ist jetzt, das ist ein Red Flag, ne? Also eigentlich ist das vorher auch schon ein Red Flag mit so einem, wenn dann die Sachen unterstellt werden, aber das ist jetzt die nächste Sache, dass er was ankündigt, was er nicht tut. Das kommt jetzt vielleicht nicht so groß vor, aber
Also mir gefällt das nicht so richtig, sag ich ganz ehrlich. Könnt ihr auch mal gerne drunter kommentieren, wie ihr das so seht. Würde mich auch mal interessieren, die anderen, die das gucken. Jetzt war es natürlich in letzter Zeit von beiden Seiten eher angespannt und, nee, natürlich ist das gar nicht. Und ist im letzten Moment eher schlechter geworden. So, jetzt stellen wir mal fest. Das hat sowieso schon nicht funktioniert. Er sagt, er geht zum Therapeuten, dann sagt der Therapeut, nein, das musst du gar nicht kommen wieder. Und sagt dann angeblich, schreib mal eine Mail, wenn was ist. Das macht er aber auch nicht. Und es wird aber schlimmer. Auch das ist, also im Gelinde gesagt, inkonsistent. Ne? Er hat sich aber seitdem sehr bemüht. Also meiner Ansicht nach gibst du ihm zu viel Kredit. So. Er hat sich nicht bemüht, er geht nicht, er macht nicht das, was er sagt. Er geht nicht zur Therapie und ja, also bemühen wäre für mich, dass er dich nicht mehr belästigt mit diesem extrem eifersüchtigen Verhalten. Das wäre bemühen, aber nicht, oder dass er sagt, weiß ich nicht, lass uns zusammenziehen oder lass uns mal einen Monat zusammen sein, mal gucken, wie es dann ist, oder dass er mindestens dann zu dieser Therapie geht. Wobei, also wenn man schon Therapie machen muss, um einer Beziehung zu sein, das ist. Kann das ja nicht empfehlen. Also ich finde, dann muss man sich echt überlegen, ob es einfach nicht matcht. Also wenn man irgendwann mal eine Paartherapie macht, aber wenn man eigentlich schon gleich am Anfang, das ist so dieses bisschen co-abhängige Setting, wo du eigentlich, wenn man es jetzt mal ganz krass sagt, auch du ihn nicht nehmen kannst, wie er ist. Logischerweise, ne? Aber letztlich ist es das ja auch, ne? Ach, Mann, Mann, Mann. Macht es euch ein bisschen einfacher. So, also er hat sich sehr bemüht. Also ich weiß schon, dass er mich weniger nach Fotos oder so fragt, wenn ich mich mit Freunden treffe. Oh Gott, ich muss Fotos schicken, wenn du dich mit Freunden triffst. Oh, also du hast da deine Grenzen definitiv nicht klar, so, ne? Da wollte er aber eh generell, wenn er dann abends, wenn dann mal abends nur eines. Oh Gott, ey. Macht er das eigentlich auch, oder? Schickt er auch Fotos, wenn er unterwegs ist. Und es war ihm immer sehr wichtig, dass ich alles mache, was ich möchte, mich nicht wegen ihm einschränke. Okay, gut, das ist wieder eine gute Aussage. Ich weiß, er versucht viele Dinge mit sich selber auszumachen. Das sehe ich jetzt nicht so richtig. Und meldet sich dann weniger. Verstehe ich auch nicht. Aber manchmal zuckt er immer noch komplett auf und regt sich auf. Ich mache so viele komische Sachen. Früher aus meinem Seminar gehen und dann nicht Bescheid sagen, aber ein Foto schicken, wo ich mit meiner Freundin Pizza esse. Boah. Das ist krass. Vor allen Dingen, wenn du ja siehst, solche Sachen tendieren ja auch dazu, schlimmer zu werden. Willst du mir irgendwann ein Foto schicken, wenn du aufs Klo gehst oder so? Also. Macht das Spaß? Und da wird er auch mal richtig ausfällig. Ja, okay, das ist big fucking red flag. Also Eifersucht. Kann man ja noch, ich meine, ich finde es extrem, ich hätte, glaube ich, keine Lust mehr drauf, aber da kann man ja noch irgendwie drüber reden, aber wenn dann ausfällig wird, da solltest du wirklich sagen, das ist wirklich ein Dealbreaker, das geht nicht. So. Und es geht über einen Tag und er kann mir nicht glauben. Ja, es ist nicht dein Problem. Je nachdem, was es ist, ist es manchmal viel besser, wenn wir einfach durchbesprechen, dass das keinen Sinn macht, da ich ihn da betrogen hätte. Oh Mann, tu dir das nicht an, ey, wirklich. Im Nachhinein entschuldigt er sich und sagt, er weiß, er muss an seiner Kommunikation arbeiten. Ja, aber er tut's nicht. Das ist immer die Sache. Er sagt, ja, ich muss an mir arbeiten, aber ich gehe nicht zur Therapie. Ich muss an mir arbeiten, aber behandle ich den nächsten Tag wieder schlecht. Also wenn du da keine Änderung siehst, und das ist ja hier so, also dann geht's nicht. Das reicht nicht. Wenn Leute, wenn, natürlich ist keiner perfekt. Und jeder. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich finde dieses Verhalten in der Beziehung nicht so schön, kannst du ein bisschen dran arbeiten. Und da arbeitet jemand dran, es wird langsam besser, alles wunderbar, aber hier ist doch überhaupt keine Entwicklung zu sehen. Er sagt nur, er macht was, aber er tut's nicht. Und du gibst ihm 187 Chancen. Im Nachhinein entschuldigt er sich und sagt, ja. Und weiß, dass es egal, was er glaubt, oder ich gemacht habe oder auch nicht, so kann er nicht mit mir reden. Ja, er tut's aber. Ich setze ihm da auch ganz klar Grenzen. Das reicht nicht. Also ich verstehe, dass du das machst.
Ist auch nicht so eine krasse Mail, wie ich sie sonst oft kriege. Da gehe ich mit. Aber du musst eigentlich sagen, ey, du bist noch einmal ausfällig mir gegenüber und es ist Feierabend. Das ist eine klare Grenze. Du fängst noch einmal an, irgendwie zu so diskutieren, ob ich früher aus dem Seminar gegangen bin oder nicht. Und wir haben hier ein echtes Problem. Das ist eine klare Grenze, ne? Lass dich da nicht auf diesen Scheiß ein. Also du musst es nicht ausbaden, dass er dir nicht vertrauen kann. Ist auch oft bei Minuspolen, dass die totale, was auch schade ist, für die Vertrauensthemen haben, aber die kannst du nicht lösen. Das denkst du vielleicht, du kannst das lösen mit Wohlverhalten, das geht nicht. Also schönes Beziehungsverhalten kann schon in einer relativ guten Beziehung den Liebeship nochmal weiter verbessern, aber da sind wir hier nicht, ne? Also, ich setze mir auch ganz klar Grenzen und sag so nicht. Ich kann dir natürlich dabei helfen, dass du mir vertraust, aber es gibt Dinge, die kann ich nicht machen, möchte ich nicht machen. Also, ich finde die Einstellung super. Ich glaube nur, dass du die Grenze zu spät setzt. Das, was sich definitiv in den letzten Monaten gebessert hat, ist seine Herangehensweise an Gespräche. Er bleibt schon öfter ruhig als vorher, kann sachlich reden und lässt sich Dinge erklären. Er lernt jetzt auch meine Sprache. Und möchte nach Ende der Uni in meine Stadt kommen für seinen Master. Also prinzipiell gibt er was für die Beziehung und hat auch einiges an meiner Sprache schon gelernt. Redet manchmal mit mir Deutsch zum Üben. Ja, jetzt redet sich das so ein bisschen schön, ne? Das mag auch sein, dass er zu dir kommen will, aber willst du jemanden bei dir haben, der so eifersüchtig ist? Nachdem wir uns gesehen haben, alle 2 bis 5 Wochen ein Wochenende, oh, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Also Leute, auch in der Fernbeziehung. Also gelten die gleichen Regeln, dass man sich einmal die Woche sehen sollte am Anfang. Mindestens einmal alle 2 Wochen. Also 2 bis 5 Wochen, ey. Ah, Mann, da fragt man sich ja, wofür man überhaupt in einer Beziehung ist, ne? Alle 2 bis 5 Wochen ein Wochenende, beziehungsweise mal eine Woche zwischendurch, wenn es geht. Geht es meistens viel besser und dann mal ein Streit. Kann er sich aber oft über eine Woche circa nicht komplett wieder aus diesen Gedankengängen rausholen. Wenn es ihm generell etwas schlechter geht, in seinem Land gibt es da so die und die Themen, weil zu Hause viel los ist, dann ist die Sache auch schlimmer. Jetzt ist es so, dass ich einfach nicht ewig solche Streits aushalten kann. Das hoffe ich. Und will auch mal anschuldigen, wenn er mich oder, nee, warte mal, und will oder auch dann mal Anschuldigungen, wenn mich wer anschaut. Och. Er sollte stolz darauf sein, dass er so eine wahrscheinlich attraktive Freundin hat und sollte sagen, echt toll, dass dich alle anschauen. Und du bist meine Freundin. Das ist die richtige Haltung. Du sollst nicht ruhig alle anschauen. Du bist ja auch hot. Und weil du machst ja nichts. Also das wäre die richtige Haltung. Wenn du jetzt mit denen flirten würdest, mit anderen, aber. Oder krass flirten würdest. Kann ich ja nichts dafür, ich bin nicht anders erzogen, angezogen oder schaue mich um oder sonst was, ja, du kannst ja nichts machen. Oder wenn sich mal spontan etwas verändert, dass er gleich misstrauisch wird. Die Frage ist, wie lange warte ich? Wo setze ich mir persönlich Grenzen? Was lasse ich mit mir machen? Genau die richtige Frage. Ich bin schon sehr verständnisvoll und weiß, dass man sich von heute auf morgen ändern kann und es verbessert sich ja nur eben langsam. Wie kann ich damit umgehen, ihm und mir zu helfen und wann? Zeitlich und auch nach Verhalten muss ich jetzt eine Entscheidung treffen. Gut, also ich würde dir raten, die Grenzen und Dealbreaker dir nochmal aufzuschreiben und viel enger zu setzen. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich bin nicht mehr bereit, dir zu sagen, ich würde überhaupt ihm da nicht so entgegenkommen. Ich würde sagen, ich bin ein vertrauensvoller Mensch. Ich habe mir überhaupt nichts zu rechtfertigen, auch nicht. Ich bin nicht mehr bereit, dir die ganze Zeit Fotos zu schicken, wo ich bin. Ich bin nicht mehr bereit, diese Diskussionen zu ertragen, wo du mit mir rumschimpfst. Du kannst gerne mal sagen, dass du eifersüchtig bist oder dass es dir schwerfällt. Das höre ich mir gerne an. Aber hier dieses Sonderverhalten, dass ich hier ständig Rechenschaft ablege, wo ich bin, oder dass ich ertrage, dass du mir Anschuldigungen machst, die nicht stimmen, oder dass du mich anmachst noch deswegen, wegen deinem Problem, das werde ich nicht mehr akzeptieren. Und da würde ich mir kurz Zeit, also das würde ich mal ganz klar formulieren, auch als Dealbreaker, das schreibt ihr es auch auf, das geht nicht mehr, und dann würde ich mir das maximal noch 4, 6 Wochen angucken, und wenn es dann nicht krass gebessert hat, da rausgehen. Aber bauchgefühlmäßig wäre ich der Meinung, wir können es auch ein bisschen einfacher haben, ganz ehrlich. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.